Im Übrigen, dann wird es noch mehr werden, etwa einige Projekte aus dem Comeback-Stronger-Bereich, so wie der Sportcheck für Vereine. Also da sind wir hoffentlich gut unterwegs, jedenfalls dürfen wir da zuversichtlich sein, dass wir das und diese Krise ganz gut überbrückt haben. Jetzt aber zu diesen Schwerpunkten zurück. Wir erkennen das auch, wie ich sagte, in der Budgetsteuerung. Wir haben gesehen, dass die Profiligen in erster Linie zumindest in einer bestimmten ökonomischen Höhe und Dimension von Männerligen dominiert sind. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir Frauenligen speziell fördern, jetzt aber nicht nur um Corona-Schäden abzumildern, sondern gleich jetzt einmal für die nächsten Jahre, für die ganze Legislaturperiode. Und es ist erstmals ein Frauenligenfonds für professionellen und semiprofessionellen Betrieb eingerichtet worden, der gleich mal mit 2 Millionen pro Jahr auch dotiert ist. Jedenfalls starten wir heuer jetzt in diesen Tagen und Wochen mit dieser Summe. Um diesen einen Schwerpunkt besonders zu betonen, sollte man nicht weglassen, und auch das Projekt hat schon begonnen, das Gender Trainee Programm, auch einmalig in Europa, da gibt es auch schon Interesse zur Nachahmung. Wir wissen ja, wir haben eine Reihe von guten Ausbildungsstätten im österreichischen Sport, vor allem auch im schulischen Bereich und auch in den Leistungszentren. So, was wir aber trotzdem sehen, ist, dass wohl viele Frauen und Mädchen interessiert sind, aber in den Spitzenfunktionen, ob es jetzt klassische Sportmanagement-Fragen sind, sozusagen das Funktionärsdasein, was auch wichtig ist, ja, oder Trainerinnen oder Spielerinnen, alles dieses ist dann nicht mehr so dicht besetzt mit Frauen, wie wir uns das wünschen würden. Und deshalb haben wir hier ein Ausbildungsprogramm gestartet, das für 16 Mädchen und Frauen im Jahr die Möglichkeit erzeugt, hier eine sehr profunde Ausbildung zu durchlaufen. Das machen wir jetzt einmal 4 Jahre. Dann haben wir, hat schon begonnen eben, und dann haben wir 64 junge Frauen und Frauen ausgebildet, die hier dann ein Angebot darstellen. Und dann gibt es auch die Ausrede nicht mehr, dass man nur Männer finden würde. Das ist auch ziemlich neu, einmalig eigentlich. Und das führt mich dann genau zum Hauptthema jetzt, wo wir gleich mehr hören werden. Schwerpunkte setzen und die noch dazu mit innovativen Ideen fördern. Darum geht es jetzt genau. Im Übrigen ist es auch kein Zufall, dass wir hier sind mit dem Frauenschwerpunkt genau jetzt. Danke auch dem Gastgeber der Wiener Austria. Die Spielgemeinschaft Austria Wien und der USG Landhaus hat zwar jetzt keine Chance mehr, wie wir wissen, seit dem letzten Wochenende, denke ich, auf den Meistertitel in der obersten Frauenliga. Aber immerhin geht es ums Duell, um den zweiten Platz mit Sturm Graz, denke ich, von den Chancen her. Also auch das kein Zufall, die Auswahl hier, und danke noch einmal für die Gastgeberschaft. So, die 4 Schwerpunkte, von denen jetzt gleich noch einmal näher berichtet werden wird, sind eben Geschlechtergerechtigkeit, also Gleichstellung, Inklusion, Integration und Nachhaltigkeit. Und überall da kann man sehr viel Kreativität einbringen. Was wir jetzt eben machen, ist eine Ausschreibung, eine Auslobung, wenn Sie so wollen, wo mit kreativen Ideen die Bewerberinnen und Bewerber reinkommen sollen. Und das richtet sich nicht nur an Sportorganisationen, sondern ausdrücklich auch an Communities, wie man heute sagen würde, außerhalb. Also auch an freiwilligen Vereine, NGOs, aber vielleicht auch Professionelle, die hier zu diesen 4 Schwerpunkten kreative Ideen haben, wie man da Sport und auch Bewegungsprojekte im weiteren Sinn ausrollen könnte. Deshalb hat das mehrere Phasen. Das müssen jetzt nicht nur Profis sein. Als erstes werden die Ideen sozusagen gesichtet. Die besten Ideen werden genommen, dann gibt es die Phase, dass das betreut und begleitet wird, um in einen Projekt- und Umsetzungsplan zu kommen, und die letzte Phase ist dann natürlich die Umsetzung. Für diese Projekte stehen dann jeweils bis zu 100.000
Euro zur Verfügung. Und auf die Art und Weise wollen wir Vorbildprojekte erzeugen, die dann auch Nachahmung finden können. Im günstigsten Fall kann man die ausrollen, auch im ganzen Bundesgebiet, weil jetzt werden sie ja mal jeweils Einzelprojekte sein. Und das wäre der Anspruch dieser Förderschiene, die wir haben, die ebenfalls, falls ich es noch nicht gesagt habe, mit 2 Millionen dotiert ist. Also 2 Millionen für innovative Sportprojekte, die jetzt angeworben werden und wo wir nicht nur gespannt sind, sondern in Wahrheit die Hoffnung auf ein kreatives Feuerwerk haben. Dankeschön.